Mit Pyroxenia gehen sie ganz neue Wege im Zwischenfruchtanbau. Denn durch die extreme Frühreife ist mit Pyroxenia eine Silomais- und Körnermais-Aussaat nach Frühkartoffeln, Spargel, Erdbeeren, GPS und Gerste möglich. Für den Zwischenfruchtanbau auf besseren Standorten empfiehlt sich für die Körnermaisproduktion eine Aussaat bis zum 15. Juni. Und für die Silomaisproduktion sollte die Aussaat bis spätestens 10. Juli erfolgen. Auf schlechteren Standorten empfiehlt sich eine Aussaat bis spätestens 25. Juni. Die extrem frühe Sorte Pyroxenia eignet sich besonders gut für Milchviehbetriebe mit einem hohen Silomaisanteil in der Ration, weil sie gut in den Verdaulichkeits- und NEL-Werten abschneidet. Pyroxenia eignet sich für alle Standorte, auch für die Silageherstellung in höheren sowie in kälteren und nassen Lagen. Für den Anbau als Körner- und CCM-Mais empfiehlt sich eine Bestandesdichte von ca. 100.000 Pflanzen pro Hektar und als Silomais ca. 120.000 bis 130.000 Pflanzen pro Hektar. Die schnelle Jugendentwicklung und der schnelle Zuwachs an Kolben-TS vor Anbruch der ersten Fröste im Herbst sichern ihren Ertrag. Im Vergleich zu anderen Maissorten, die im frühen Bereich eine Siloreife von 190 bis 220 haben, ist Pyroxenia mit einer Siloreife von 130 sehr, sehr früh. Pyroxenia ist eine ausgesprochen gesunde Sorte mit guten Resistenzen und einer hohen Beulenbrandtoleranz. Bei der Ernte zeigt sich schließlich, was Pyroxenia kann. In den europaweiten Versuchen wurden auch bei Aussaaten bis Mitte Juli sehr ansprechende Erträge geerntet, mit bis zu 45 Tonnen Frischmasse, über 35% Stärkegehalt und bis zu 8 Tonnen Kornertrag pro Hektar. Pyroxenia. Bauen Sie dann Mais an, wenn keine andere Sorte mehr passt. Pyroxenia. Europas Nummer 1 in der Frühreife.